Der zweite Teil des fünften Champions League Spieltags mit unseren Tipps. Genau, und auch hier Leipzig und Dortmund mit dem Shot auf die K.O.-Phase. Abonniert den Kanal und den Daumen hoch. Yeah, Başakşehir hier, Leipzig. Das ist das wichtigste Spiel für Leipzig vielleicht bis dato in dieser Saison oder ein richtungsweisendes Spiel, denn sie stehen aktuell auf Platz 3 in dieser Gruppe und haben 6 Punkte, genau wie Paris Saint-Germain auf Platz 2, wenn wir das hier in der Tabelle nochmal auf einen Blick sehen können. Und von daher ist das ein Pflichtsieg für Leipzig gegen Başakşehir hier, die überrascht haben mit einem Sieg gegen Manchester United. Wie haben sie das hingekriegt? Ja, und da liegt auch die Gefahr bei diesem Sieg, denn Leipzig geht der Blick nicht nur nach oben, sondern sie müssen auch nach unten aufpassen. Sie haben jetzt das Hinspiel gegen Başakşehir hier nicht wirklich hoch gewonnen. Das heißt, mit einer 2-0, 3-0, 3-1 Niederlage ist wegen dem direkten Vergleich dann auch nochmal Platz 4 drin. Und wer Manchester daheim besiegt, der hat auch die Möglichkeit, gegen müde Leipziger zu bestehen. Denn die waren ja letzte Woche schon ein bisschen niedergeschlagen nach der 1-0-Niederlage in Paris gegen eine unglaublich ersatzgeschwächte Pariser Mannschaft, gegen Arminia Bielefeld der Liga nicht überzeugt. Und jetzt geht es darum, die Champions-League-Saison nicht schon zu beenden. Sie müssen gewinnen. Die Quoten finde ich nicht gut, denn Başakşehir ist nicht verkehrt. Also zumindest nicht so verkehrt, dass sie 7,5 daheim gerechtfertigt werden. Ja, definitiv das nicht. Und wir haben ja gesehen, auch die Leipziger haben sich gegen Bielefeld in der Liga schwer getan. Und deswegen könnte man wirklich hier mutigerweise auf die Türken setzen mit einem Asian Handicap plus 1,5. Gibt es immerhin noch eine 1,7er Quote. Die Wette wäre also auch gewonnen, wenn der Gastgeber hier mit einem Torunterschied verlieren sollte. Dass Leipzig das klar gewinnt, dazu fehlt mir im Moment eben der Glaube. Von daher hätte diese Quote durchaus Value. Ja, kann man definitiv unterstreichen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wo jetzt Leipzig eine 2-0, 3-0 Sieg herholen soll. Wäre schön für den deutschen Fußball. Glauben durch nicht dran. 1,5 auf Başakşehir hier machen. Ja, man müsste halt dann gegen den deutschen Fußball tippen und dann das würde ich ungern tun, aber rein rational gesehen wäre es eine gute Wette, glaube ich. Schreibt auch gerne eure Tipps schon mal in die Kommentare, damit ihr das schon mal machen könnt, während wir jetzt zu Krasnodar gegen Rennes kommen. Das ist ja so ein Spiel, das hört sich schon sehr nach Euroleague an. Der Junge winkt. Ja, weil du mich da nicht ausreden lässt. Ich finde es. Wir haben jetzt in der Champions-League-Saison bisher dreimal gegen Deutschland gewettet, dreimal verloren. Das war dreimal auch gegen Borussia Mönchengladbach. Gegen Bayern München haben wir auch schon mal gewettet, als sie gegen Atletico heimgespielt haben. Es macht jetzt keinen Sinn, dass wir gegen Leipzig jetzt tippen. Hast du recht. Und jetzt schauen wir zum Unentschieden. Krasnodar gegen Rennes. 0-0, 1-1. Wie im Hinspiel. Das ist alles zum Spiel gesagt. Ja, nur die Quote mit 3,7 hast du noch verschwiegen und das hat sich gereimt und dann geht's gleich weiter zum nächsten Spiel. Das ist denn ein weiteres deutsches Spiel mit Dortmunds Revanche? Gegen Lazio Rom. Allein schon, um die paar Leute zu ärgern, die ja hier immer meinen, Lazio ist ja so eine Übermannschaft, müsste man fast auf einen Dortmund-Sieg mit Asian Handicap tippen, aber da schüttelt er schon entsetzt den Kopf. Ja, sag ich dir ganz ehrlich, Lazio Rom ist der Wahnsinn. Das war ja tolle heute Mannschaft. Sehr wortkarg. Aber Mannschaft, tolle Liga, die italienische. Ja. Gibt ja immer ein paar Fußballfans, die aggressiver sind. Ne? Und ist aber auch schön, dass auch ein italienischer Fan mal hier dabei ist und auch einen Kommentar schreibt. Immer, tut ja nicht gern weh. Gesehen. Ich aber glaube, immer freundlich bleiben, das ist mir wichtig. Und von daher, eine Wette auf Lazio würde ich trotzdem nicht machen, obwohl die so eine sehr hohe Quote haben und Dortmund gerade mit einer Niederlage gegen Köln hier in dieses Spiel geht.
Diese Dortmund-Quote ist halt auch zu niedrig. Also das Einzige, was mir hier gefällt, ist wirklich eine Wette auf ein direktes Unentschieden bei einer Quote von 4,6. Braucht man nur eine Vierteleinheit kassieren und gewinnt eine Einheit, wenn es unentschieden ausgeht. Und es ist nicht viel kaputt, wenn es nicht unentschieden ausgeht. Das ist immer so eine bisschen vernachlässigte Wettart, dieses Unentschieden, weil man sucht immer nach einem Gewinner. Intuitiv will man halt einen Gewinner finden und vergisst dabei, dass ja ungefähr 30% aller Spiele unentschieden enden und die Quoten auf Unentschieden meistens sehr, sehr attraktiv sind. Und Value-Finder wissen das und von daher könnte das durchaus eins der Unentschieden-Kandidaten an diesem Spieltag sein. Wir werden noch mehrere am Ende zusammenfassen, wie wir das auch am letzten oder am Dienstag schon gemacht haben. Und Brügge-Zenit, ich glaube, das können wir abkürzen. Da hat keiner irgendwie großartig Bock, das sich reinzuziehen. Oder siehst du da eine interessante Wette? Ja gut, da auch unentschieden. 0-0, 1-1 und tschüss. Ja, konzentrieren wir uns lieber auf die attraktiveren Dinge, wie zum Beispiel beide 10 Punkte in dieser Gruppe, Sevilla gegen Chelsea, Hinspiel unentschieden und jetzt wieder. Also auf jeden Fall glaube ich nicht, dass Sevilla gewinnen wird, denn die haben in beiden Spielen gegen Krasnodar mehr schlecht als recht gespielt und glücklich gewonnen. Auch gegen Rennes war das nicht so berauschend und in der Liga funktioniert es auch nicht so, vor allem nicht in der Offensive. Von daher spricht viel für Chelsea, die haben aber auch nicht so den Grund, mit offenem Visier zu spielen. Auch hier erkenne ich ein Unentschieden. Also bei dem Spieltag musst du fast dann am Ende dieses Videos eine 2 aus 4 Unentschieden-Kombi dir gönnen. Aber Value sich eher auf Seiten von Chelsea tatsächlich. Ja, definitiv. Die Chelsea-Quote ist sehr hoch mit 2,63. Der Haken daran ist, dass man bei Asian Handicap dann aber sehr, sehr große Abstriche machen muss und nur noch so auf 1,5 bei Double Chance Chelsea kommt. Und das ist dann auch nicht wert, darauf zu setzen. Gleiche Argumentation, bei sowas hat dann das Unentschieden doch noch am meisten Value, wenn man es natürlich mit einer gewissen Bankroll oder einem gewissen Bankroll-Management angeht. Jetzt kommen deine Barca-Leute, die ja 4-0 gegen Kiew gewonnen haben. Du warst der Einzige, der diesen hohen Sieg wirklich so herbeigesehnt hat und auch prognostiziert hat und deswegen gab es ja auch den Applaus von allen Leuten auf den Balkonen. Wir wissen es. Schaut euch das Video mit unserer Champions League Auflösung gerne nochmal an. Aber natürlich, jetzt natürlich mega tollkühn auf so eine Übermannschaft wie Barcelona minus 1,5 zu setzen, das Wahnsinn. Ja gut, das hätte man ja auch zum Beispiel im Hinspiel gegen Kiew machen können, da haben wir es nicht gemacht. Man muss sich die Kämpfe, die man kämpft, aussuchen. Und in dem Fall könnte man jetzt sich erneut mit dem FC Barcelona sympathisieren, denn die Quote von 1,44 gegen Ferencváros ist schon sehr attraktiv. Ja, die werden wahrscheinlich wieder vor voller Bude spielen. Hinspiel gegen Kiew schaut man sich ja ein bisschen an, wenn man Konferenz schaut. Da waren schon viele Ungarn in dem Stadion. Gegen Barcelona macht es Sinn, dass da vielleicht noch mehr sind, wenn zugelassen. Minus 1,5 auf Barcelona, warum nicht? Die haben letzte Woche, glaube ich, alles rausgeholt, was sie rausholen hätten können in dieser Gruppe gegen Juve und werden jetzt wahrscheinlich mit einem 0-2, 0-3, 0-4, wer weiß, ob Messi dabei ist oder nicht, aber mit Sicherheit ohne eigenes Tor gegen Barca verlieren. Ja, und 2 Tore Vorsprung für Barcelona gegen Ferencváros Budapest bei einer Quote von 2,11, absolut Zucker. Also da muss man nicht lange überlegen. Egal, wer bei Barcelona spielt, es ist immer noch ein Milliardenkader gegen eine Mannschaft, die international gesehen zweitklassig ist. Das muss man so sagen, ohne den Ungarn jetzt zu nahe zu treten. Das ist halt einfach ein Champions League Neuling oder eine international nicht sehr erfahrene Mannschaft. Und ja, sie können überraschen, aber nichtsdestotrotz hat diese Quote auf Barcelona natürlich Value.
Was macht man denn mit Juventus? Du hast es angesprochen, die haben sich ja nicht gerade glorreich gegen die gerade gescholtenen Ungarn verkauft, sind aber in dieser Gruppe natürlich eigentlich unantastbar, auch schon im Achtelfinale. Ja, und die Quoten, jetzt warst du mir ein bisschen zu schnell weg und jetzt bist du wieder punktgenau drauf, ist gar nicht mal so unpassend mit 1,3. Könnte man für eine Kombi mit einbauen. Minus 1 würde ich jetzt in dem Fall nicht machen, weil du gewinnst nur 0,6 oder 0,06 Punkte dazu, macht keinen Sinn. Minus 1,5, dafür ist Juve sowohl in der Liga als auch in den bisherigen Champions League Spielen nicht konstant offensiv gut genug. Von daher interessant für eine Kombi, aber nicht interessant als Einzeltipp. Ja, aber man gewinnt auch mit einer Kombi nichts, wenn man nur billige Favoritenquoten nimmt, weil früher oder später genau, aber verkackt ich denke, einer und dann ist die ganze Suppe wieder am Dampfen, oder wie man sagt. Ja. Manchester gegen Paris. Im Hinspiel hat Manchester mehr oder weniger überraschend gewonnen gegen den Champions-League-Finalisten der Vorsaison. Paris jetzt hier in Old Trafford auch Favorit mit einer 2,5er-Quote. Gelingt Manchester erneut eine Überraschung mehr oder weniger, aber vor allem einen Sieg gegen Paris, was dann ja gleichzeitig auch die Qualifikation fürs Achtelfinale bedeuten würde. Ansonsten wird es in dieser Gruppe höchst spannend bis zum letzten Spieltag. Ja, ich gehe es gerade so ein bisschen durch. Also Man U ist definitiv mit einem Unentschieden durch, mit einer Niederlage werden sie es auch ziemlich sicher sein, denn sie, vielleicht nicht. Aber Radek, ich weiß es nicht. Paris ist jetzt nicht so krass in den, zwei Sachen. Erstens, das Team funktioniert, wenn man es gegen Leipzig gesehen hat, Neymar, Mbappé von der Bank, die haben schon extrem gejubelt, als die 90 Minuten vorbei waren. Also die haben auch sich gegenseitig voneinander gepusht von der Außenlinie. Das spricht eigentlich für ein sehr gutes Team. Also dass das Teamgefüge vielleicht besser ist, als wenn man mal in den Nachrichten liest, dass das nicht so passt und Tuchel die nicht unter Kontrolle hat. Der ist natürlich einer, der für den Begriff Matchplan auch ganz berühmt geworden ist. Und ich bin mir sicher, er hat einen sehr guten Matchplan. Ich glaube aber, dass hier ein Unentschieden das Wahrscheinlichste ist. Hm. Ich glaube nicht, dass Manchester das gewinnt. Auf gar keinen Fall. Hm, okay. Ja, ich hätte wegen der Quote auf ein Asian Handicap auf Manchester geliebäugelt, aber deine Argumentation hat mich überzeugt, das nicht zu tun. Ein Unentschieden gefällt mir natürlich immer gut. Bei einer 3,9er-Quote ist das auch eine gute Wahl. Genauso wie bei den Spielen Krasnodar-Rennes, Dortmund-Lazio, Brügge-Zenit, Sevilla-Chelsea und eben Manchester-Paris. Da haben wir sogar 5 Unentschieden-Kandidaten an diesem 5. Spieltag. Bei denen man einfach eine Dritteleinheit auf Unentschieden gehen könnte. Ansonsten klare Sachen sehen wir Barcelona, Asian Handicap minus 1,5 mit einer Quote von 2,11. Ein Geschenk beinahe, der Buchmacher. Und das war's. Das war's auch schon, ja. Sonst sehr, sehr schwieriger Spieltag. Wenn ihr den Durchblick habt und sagt, wir sagen ausnahmsweise mal vor dem Spiel, was wir so tippen, dann postet es gerne in die Kommentare, wie das der ein oder andere natürlich macht. Ansonsten wünsche ich euch einen tollen Champions League Spieltag, ich freue mich drauf und dann bis zum Bundesliga Donnerstag. Ja, und dieser Champions League Spieltag lässt sich am besten damit zusammenfassen, keine Wette ist teilweise besser als eine verloren. Teilweise aber nur.